Liebe Freundinnen, liebe Mitstreiterinnen, liebe Genossinnen, wir vom feministischen Netzwerk, von der Stadtteilorganisierung Hände weg vom Wedding freuen uns sehr, heute mit euch auf der Straße zu sein. Am 8. März, am Internationalen Frauenkampftag, wird oft und zu Recht an die Errungenschaften von Frauen weltweit erinnert. Was dabei aber oft verschwiegen wird, all diese Rechte, die wir als Frauen heute haben, wurden uns nicht von den Herrschenden und Regierenden einfach geschenkt. Sie wurden erkämpft von Bewegungen, von den Unterdrückten selbst. Und trotz dieser Errungenschaften reicht es noch lange nicht aus, dass nun einige Frauenrechte in Gesetzestexten verankert sind, wenn sie uns in diesem System trotzdem verwehrt bleiben. Das wird ganz deutlich, wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen. Das Recht auf Scheidung nützt all denjenigen Frauen nicht, die sich von ihren gewalttätigen Partnern nicht trennen können, weil sie wegen der bundesweiten Wohnungsnot und aus Armut bei ihnen wohnen bleiben müssen. Oder wenn sie wegen der rassistischen Abschiebepolitik sonst ihr Aufenthaltsrecht verlieren würden. Dass sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung verboten sind, schützt viele Betroffene nicht, wenn ihm am Ende vom Gericht eine Mitschuld gegeben wird oder sie sich gar nicht erst trauen, darüber zu sprechen, weil ihnen statt Hilfe und Mitgefühl Beleidigungen und Verleumdungsklagen drohen. Auch all die Fälle, in denen von Gewalt betroffene Frauen sich an die Polizei gewandt haben, die ihnen nicht half, bis sie Opfer eines Femizids wurden, zeigen uns, dass die Institutionen dieses Staates nicht dafür da sind, uns zu schützen, sondern uns in unserer Position als Unterdrückte und Ausgebeutete halten sollen.